Dieser Vulkankrater liegt im Herzen von Gran Canaria in einem großen Naturschutzgebiet. Er hat einen Durchmesser von ca. 500 Metern. Der Pico de las Nieves liegt 1949 Meter über dem Meeresspiegel. Er ist die zweithöchste Erhebung von Gran Canaria. Der Gipfel befindet sich auf der Spitze eines erloschenen Vulkans. Die kleine Kirche ist das Wahrzeichen von Atenara. Sie stammt aus dem Jahr 1630, wurde aber im 19. Jahrhundert neu aufgebaut. Für deren Bau wurde der rote Stein des Tamadaba-Gebirges verwendet. Der spanische Schriftsteller und Philosoph Miguel de Unamuno bezeichnete die Landschaft einst als einen versteinerten Sturm. Heute trägt diese Aussichtsplattform seinen Namen und erinnert an seinen Aufenthalt im Dorf und den Eindruck, den die Bergwelt in seiner Seele hinterlassen hat. Die berühmten Sanddünen von Maspalomas sind sehr beeindruckend. Verständlicherweise sind sie auch ein Touristenmagnet. Der kleine Ort Agüimes im Nordosten von Gran Canaria ist besonders für sein Kunsthandwerk bekannt. Typisch für das Dorf sind auch die pastellfarbenen Häuser. Zentrum des Ortes ist der zentrale Kirchplatz vor der Kathedrale San Sebastian. Eine wunderschöne Reise mit unendlich vielen Eindrücken geht zu Ende. Ich bin glücklich und ich freue mich auf das, was noch kommt.